wie ist überhaupt die Grundidee dazu entstanden? Die Idee ist bereits entstanden bei der Olympiade in Sochi, wo alter Schulfreund, der Ernst Seidel, den Catering-Auftrag das erste Mal gekriegt hat. Hast du mit mir um einen Antritt bis Olympia Rio gesehen und dann das erste Gespräch geführt mit dem Ernst. Das war aber organisatorisch überhaupt nicht machbar. Und hier im Juni, Anfang Juni, habe ich dann können das erste Gespräch persönlich mit Peter Mendel, Führer, und der war dann doch recht begeistert und angetan von der Idee, und so ist das entstanden. Ich meine, jetzt organisierst du das Ganze. Warum machst du das eigentlich? Die dahinter ist ganz einfach. Mir geht es darum, die Ebene der Lehrausbildung einfach zu pushen. Für das haben wir unsere Firma Get abgegründet vor mehr wie New York. Und es geht darum, dass die jungen Leute einfach Lust und Freude haben, einen Gewerbe- oder Handwerkberuf zu lernen, überhaupt eine Lehre zu machen. Und es geht ausschließlich darum. Und ich meine, für Leute, die noch nie von deinem Projekt gehört haben, welche Dimension hat das Projekt jetzt? Wie kann man sich denn das vorstellen? Wir bauen das österreichische Austria-Haushof. Wir reden da von einem zweistöckigen mobilen Bau mit über 1200 Quadratmetern, mit der kompletten Infrastruktur, mit einem Außenbereich, mit der Küche, mit dem Lounge-Bereich. Das ORF-Studio wird da für uns gebaut. Wir bauen die Infrastruktur auf für die Kantine, für die Beschäftigten, dass denn das einfach beim Betrieb werden kann und von vielen, vielen Menschen besucht wird. Was war denn jetzt in der ganzen Organisation bis zum heutigen Tag für dich die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist für mich bisher gewesen, es mit mir selber auszumachen, die Verantwortung für die 10 Jungs übernehmen. Weil es doch schon nicht ganz einfach ist für mich, die damit umzugehen, für die Firma raus, für die Familie raus. Und es ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass die Zwiener echt alle gesund und mit ganz viel Erfahrung und Freude wieder daheim bei den Älteren Wiener echt dafür können.